Einen wunderschönen guten Tag von den Eisensports und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mich mal dem Thema widmen: 501 Kilo Deadlift Weltrekordversuch. Und zwar ist ja so gerade so eine Diskussion entbrannt zwischen gerade zwei großen Athleten, Haftor und Eddie, die sich gerade hin und her anbiefen, deswegen, weil, kurz zusammengefasst, Thor hat sich halt vorbereitet und wollte in Dubai den Weltrekord im Kreuzheben angehen. Das geht ja jetzt dank Corona nicht. Also hat er wohl mit den Zuständigen darüber gesprochen, ob er das in Island machen kann, in seinem Gym, wenn offizielle Kampfrichter und so weiter anwesend sind, die halt legitimiert sind, diesen Rekordversuch abzunehmen. Und das ist wohl soweit alles abgesegnet worden. Das haben sich auch Leute gefunden, die das machen. Und jetzt jammert Eddie halt rum, dass das ja kein richtiger Rekordversuch wäre. Und das ist ja alles nur quasi Betrug. Und das könnte ja dann jeder so ungefähr quasi in seinem eigenen Gym. Bla 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 bla. Zuerst mal möchte ich sagen, es geht hier gar nicht um Eddie oder Thor oder Brian Shaw oder sonst irgendwer, der sich dazu geäußert hat. Es geht dabei wirklich um die Sache an sich. Denn gerade Eddie und Thor haben beide schon Aktionen gerissen, die ich nicht persönlich so toll fand. Zum Beispiel 2017 das Gejammer von Thor nach dem WSM und genauso wie jetzt das von Eddie, was er da macht. Müssen sie selber wissen, für mich ist das nur ein großer Kindergarten. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel zu sagen, das müssen die alle selber wissen. Ich möchte jetzt wirklich nur auf den Kern des Ganzen eingehen, nämlich ist ein Weltrekordversuch im eigenen Gym möglich und auch akzeptierbar? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Denn erstens, die Zuständigen haben es abgesegnet. Klar, da kann man jetzt sagen, man muss nicht mal alles hinnehmen, richtig. Hall hätte ja zum Beispiel einen offiziellen Widerspruch einlegen können, das dann an die Öffentlichkeit bringen und sagen, hier Leute, so und so sieht das aus, ich habe dem widersprochen und warte jetzt auf die Antwort. Das wäre der richtige Weg gewesen, das wäre ein männlicher Weg gewesen, weil das, was jetzt da abgeht, wie gesagt, ist Kindergarten. Weiter, wie gesagt, die Regeln sind eingehalten, es ist ein offizieller Judge da, also so wie es vorgeschrieben ist, es sind die vernünftigen Hantelscheiben und die Hantelstange, alles so wie es vorgegeben ist. Also, why not? Weil, ganz ehrlich, ja, im ersten Moment denkt man, boah, im Home Gym einen Weltrekord aufstellen, das geht doch nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich die Denke erstmal von vielen. Und, aber ganz ehrlich, erstens, wenn jetzt zum Beispiel Guinness Weltrekordbuch, bla, diese Hansel da vorbeikommen, weißt du, die machen das sonst wo. Auch bei den Trainingsstätten, ich meine, jetzt, es geht jetzt nicht um Kraftweltrekorde, sondern egal um welche Weltrekorde, dann nehmen die auch die Gegebenheiten hin, segnen das ab, jo, das passt, und dann kommst du in das Buch, wenn es geklappt hat. So, das ist schon mal Punkt 1. Das wären auch Weltrekorde. Das ist schon mal so viel dazu. Dann habe ich mir nochmal so Gedanken gemacht, ich meine, gerade in Deutschland, ich meine, viele von euch wissen es ja selber, Wettkämpfe werden von lokalen Vereinen ausgerichtet. So. Bis zur deutschen Meisterschaft hin. Jetzt, selbst internationale Meisterschaften werden teilweise gemacht, aber da sind halt mehrere Vereine dran beteiligt. So. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wenn ich zum Beispiel in einem lokalen Verein trainiere, 3-4 Mal die Woche, benutze ich immer das Equipment und habe auch meistens dieses Umfeld. Ne? Wenn ich dann in diesem Umfeld einen Wettkampf veranstalte, soll der Rekord dann nicht mehr zählen? Nur weil ich dann da anscheinend im Vorteil bin, weil ich die gleiche Hantel, die gleichen Scheiben und das gleiche Umfeld habe wie sonst und die anderen Athleten, die dorthin kommen, nicht? Also ich persönlich finde das Quatsch, weil das ist immer mal irgendwo, dass irgendwer die Hantel, die Scheiben hat oder keine Ahnung, das Umfeld, was er sonst auch hat. Zumal ich persönlich auch nicht unbedingt von Vorteil finde, im Home Gym PR zu machen, weil mir fällt das persönlich immer schwerer. Also selbst wenn ich nur mit 4-5 anderen auf einmal zusammen bin, die nicht zu meinem normalen Umfeld gehören, gehen PRs immer leichter von der Hand als zu Hause. Ja? Und von daher sage ich mal, ich sehe das nicht unbedingt als Vorteil, was jetzt die Crowd im Entourage und sowas angeht.
dass das jetzt ein großer Vorteil ist, weil das ist halt immer bei ihm so, wie das jetzt da ist. Also es ist kein zusätzlicher Hype. Ja, auch wenn die Leute da mega Stimmung machen oder sonst irgendwas, das machen die aber immer. Und für ihn ist es halt alltäglich und das ist dann, wie gesagt, es gibt keinen zusätzlichen Hype, wie zum Beispiel vor 10.000 Leuten zu heben. Ja. Das nächste ist Equipment. Mal ganz ehrlich, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich hier Leiko-Stange A, Leiko-Stange B oder was weiß ich von welchem Hersteller nehme? Die nehmen sich doch im Endeffekt alle nichts. Genauso wie die Scheiben, gerade die Scheiben. Wenn das Calibrated Plates sind, also diese Stahlplatten, ist doch scheiße, glaube ich, die vom Strength Shop, von ATX und Eleiko sind, die kommen alle aus China. Ne? Und wahrscheinlich ist auch alle aus der gleichen Fabrik. Ne? Da brauchen wir uns doch nichts vormachen. Ne? Und deswegen macht es doch da überhaupt keinen Unterschied. Das ist nur ein anderer Name, der draufsteht. Aber unten drunter ist alles der gleiche Stahl. Also von daher ist das auch absolut irrelevant. Und wie gesagt, Vereine richten das auch so aus. Und dann, ja, aber Weltrekorde dürfen nur auf internationalen Meisterschaften gemacht werden. Ja, das ist IPF-Gedankengut. Zum Beispiel WDFBF konnte ich auch Weltrekorde auf der deutschen Meisterschaft machen. Ne? Weil die athletenfreundlicher sind und dann mal schnell das Kampfgericht dementsprechend angepasst haben. Weil bei zum Beispiel IPF ist das auch nur deshalb so, dass sie das eingeführt haben, damit es fairer ist allen Athleten gegenüber und ein gemischtes Kampfgericht aus mehreren Nationen da ist. Theoretisch könnte man das wahrscheinlich, wenn man das mit der IPF abklärt, auch so machen, zum Beispiel im Dreiländereck, Österreich, Schweiz, Deutschland oder keine Ahnung, dass wenn da von da überall Kampfrichter sind mit den passenden Lizenzen für Weltrekorde, dass das dann auch möglich wäre, dort einzumachen, wenn man eine dementsprechende Veranstaltung auf die Beine stellt. Und ich meine, Western Europe, European Cup, ich weiß gar nicht, aber da könnte man glaube ich auch internationale Rekorde aufstellen. Von daher, weil ja ein internationales Kampfgericht da ist und es ist keine Weltmeister- oder Europameisterschaft. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist auch so. Ne? Weil es halt internationales Kampfgericht ist. So. Das ist halt Verbandsvorgabe. Und wenn die Verbandsvorgaben eingehalten sind, ist doch ein Weltrekord vollkommen legitim. Ist doch völlig egal, wo der stattfindet. Es gibt immer mal Special Events, die sonst irgendwo gemacht werden. Und entweder man nimmt das Ganze halt hin wie ein Mann, lebt damit, dass er mehr zieht oder vielleicht auch nicht. Mein Gott, es ist wie es ist. Ne, dann nimmt man die Herausforderung an und macht es besser oder man jammert einfach weiter rum. Und ne, und das finde ich halt generell. Ich meine, bei mir in der Karriere gab es auch Entscheidungen von Offiziellen und Kampfrichtern, mit denen ich nicht einverstanden war, aber die wurden halt getroffen. Ja, man kann dann offiziell Widerspruch einlegen, die Möglichkeit hat man ja auch am Jurytisch und so weiter. Aber wenn das dann abgeschmettert wird, dann trägt man das Ganze wie ein Mann, ne? Schüttelt sich einen Staub und macht es beim nächsten Mal besser, dass es keine Diskussion gibt. Ganz einfach. Also, who cares? Ich wünsche Thor auf jeden Fall alles Gute für seinen Versuch und drücke ihm die Daumen, dass er es schafft, weil es generell geil ist, wenn mal wieder Rekorde erhöht werden, gerade wenn es so krasse Dinger sind. Ne? Wie gesagt, mir geht es dabei nicht darum, dass es Thor ist. Oder ob das Eddie ist oder Hinz und Kunz oder Karl-Heinz aus dem Studio um die Ecke. Es geht einfach nur um das Generelle. Und das ist jetzt meine Meinung dazu. Und eure interessiert mich natürlich trotzdem. Video, Kommentare, rein damit. Schreibt mal was dazu. Wie gesagt, meine Meinung habe ich jetzt lange breit geäußert. Oh, das ging jetzt aber akzentmäßig in die völlig falsche Richtung. Und jetzt könnt ihr noch ein bisschen was dazu schreiben. Ich wünsche euch weiterhin frohe Ostern und schaut doch mal vorbei, gerade bei bei God's Rage gibt es jetzt ganz neue Shirts mit Honor Your Ancestors Print, farbig, also rot, schwarz, grau, Sandfarben. Also da ist jetzt wirklich für jeden was dabei, unter Druck, ist qualitativ auch eine hochwertige Geschichte. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei und wenn, Code Brocken 10. Ich bedanke mich im Voraus, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Sport, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rock'n'Roll.